Willkommen, meine Freunde, zu einer Blind-Vorstellung bzw. einer spontanen Präsentation zu einem neuen Game, das seit 2 Tagen aus der Beta raus ist. Und zwar sprechen wir hier von dem Spiel von Eugen Systems, das am 31.05.2013 auf den Markt gekommen ist. Ja, es lohnt sich immer wieder, Steam mal nach interessanten Spielen zu durchsuchen, weil dort findet man das eine oder andere Schätzchen. Für mich persönlich. Ich habe dieses Spielsystem noch gar nicht in Erwägung gezogen bzw. gekannt. Zwar schon diese Aufmachung, aber es gibt schon seit dem letzten Jahr ein Spiel, nämlich der Vorgänger Wargame European Escalation. Und das kann man jetzt noch für 19,99 € bei Steam beziehen. Wie dem auch sei, ich habe den Vorgänger nie gespielt und werde jetzt blind spielen. Allerdings gibt es zu dem Spiel einiges zu sagen. Was das Spiel nämlich alles anders macht als alles andere Spiele, werde ich euch jetzt vorführen, sofern ich die richtigen Worte oder überhaupt das Richtige erkläre. Also es ist jetzt hier kein Tutorial oder keine Erklärung, wie man was spielen sollte. Wie gesagt, für mich ist das Spiel auch komplett neu. Ich habe mich zwar gestern Abend mal reingefuchst, direkt auf die erste Scheibe auf den Markt gekommen ist, habe ich mir diese bei meinem Händler des Vertrauens gesichert und installiert. Wie gesagt, es ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Wie immer mal eine Simulation, die um Militär geht. Wenigstens bleibe ich mir dieser Linie treu. Also Shooter bzw. Strategiespiele sind immer so mein erster Inhalt gewesen. Wenn das Militär dazu kommt, auch. Wie gesagt, wir reden hier von dem Spiel, ihr könnt es schon lesen, Wargame Airland Battle. Diesmal ein Strategiespiel, welches nicht so wie alle anderen sind. Früher gab es sozusagen, wenn wir in die Jugend noch reindenken, ich kann dieses beurteilen, da ich sehr lange Zeit an einer Schule gearbeitet habe und die Schüler haben dort oft und viel Yu-Gi-Oh! Gespielt. Wer kennt diese Yu-Gi-Oh! Karten nicht? Dort konnte man sich Decks zusammensammeln und dann gab es regelrechte Battles und Spieleabende, es gibt Meisterschaften sogar darüber, nur über diese Yu-Gi-Oh! Karten. Ähnliches gibt es mit den Sammelkarten von Warcraft, nichts anderes. Man sammelt sich gute Decks zusammen und macht Battles. Tja, und was soll ich sagen, meine Leute? Wargame Airland Battle ist nichts anderes. Für mich persönlich ist das hier das Spiel eine Herausforderung, denn die Strategie fällt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern vor dem Schlachtfeld. Oder vor dem Battle, sage ich mal, ja. Wir müssen uns hier zwischen 800 Einheiten entscheiden, die wir vor dem Battle festlegen, in sogenannten Decks. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir stellen uns auch hier Spielkarten, wenn man so möchte, zusammen und sucht diese für sich selbst raus und muss dann mit diesen Karten aufs Schlachtfeld ziehen. Nicht so wie bei allen anderen Spielen, ja, wir kennen Strategiespiele Command & Conquer, wir kennen Strategiespiele Anno, wir kennen Strategiespiele wie heißen hier noch, Total Annihilation und so weiter und so fort. Also das sind alles Spiele, die haben natürlich ihre Berechtigung und ihren Titel, aber dort entscheidet man halt seine Strategie auf dem Schlachtfeld, man sieht, womit kommt der andere. Es geht immer nach demselben Schema, meiner Meinung nach. Das heißt, wir bauen Base A, damit wir Fabrik B bekommen. Oder die Fabrik B setzt Gebäude A voraus. Das ist hier eben nicht so. In Wargame Airland Battle geht es darum, dass die NATO gegen den Warschauer Pakt natürlich wieder kämpft. Zu Lande und zur Luft. Ja, also wir haben hier 800 Einheiten, wo wir uns unser Deck zusammenstellen können. Wir haben Luft, also Helikopter, wir haben Jets, wir haben Infanterie, wir haben Spezialeinheiten, wir haben Scouts. Und wie gesagt, ich spiele es blind, dieses Echtzeitstrategiespiel.
Bin aber schon von dem ersten, was ich so gesehen habe, total, total beeindruckt. Also wie gesagt, das Spiel kostet gerade mal, ja, also ich habe es jetzt für um die 25 Euro bekommen. Ein Preis, den man durchaus geben kann für ein Spiel, wenn man Strategiespiele liebt. Der Hauptfokus natürlich in diesem Spiel liegt auf dem Multiplayer, wo man mit bis zu 10 VS10 Spielern, also im Multiplayer, spielen kann. Große, große Battles, allerdings habe ich diese noch nie gespielt oder noch nie gesehen. Aber ich finde es schon mal gut, dass man mit 10 Freunden oder 5 Freunde gegen 5 Freunde spielen kann. Ich meine auch gelesen haben, 20 VS20, aber das sind Dinge, die möchte ich jetzt hier nicht aufgreifen. Wie gesagt, dafür bin ich einfach viel, viel zu unwissend für. Wenn ich euch jetzt dieses Spiel vorstelle, bitte verzeiht mir, dass ich absolut keine Ahnung habe von dem, wo ich hier oder was ich hier rede, sondern ich möchte ganz einfach nur Impressionen zu dem Spiel geben und einfach meine Vorstellung, und dass man auch tolle Spiele bei Steam oder eurem Verkäufer des Vertrauens finden kann, ohne wirklich immer eine große Marktkampagne zu starten, und dass man da auch mal gegebenenfalls reinschauen sollte. Also wie gesagt, es geht nicht immer darum, die Top-Titel zu kaufen, sondern andere Produzenten haben einfach auch tolle Spiele. Natürlich muss das Setting einem gefallen. Ich bin sowieso ein bisschen militärisch angehaucht, aber nur, wie gesagt, in der Simulationswelt. Von daher passt das wie für mich aufs Auge geschnitten. Ja, ich werde jetzt versuchen, euch dieses Spiel näher zu bringen. Schon der Vorgänger, wie gesagt, hatte jetzt nach meinen Recherchen bei Steam einen Metascore von 81 von 100, was ich doch schon recht, recht hoch finde. Ja, es gibt weitaus schlimmere Spiele, die nur mit 20 Metascore vorbeikommen. Ich finde hier an dem Spiel, wie gesagt, ganz, ganz klasse, dass man seine Entscheidungen und seine Strategie vor dem Spiel festlegen muss und man auf dem Spielfeld selber keine weitere Einflüsse mehr hat, bis natürlich die Wahl, wo man welche Einheiten stationiert, positioniert und wie gesagt, welchen Joker man zieht. Aber dazu kommen wir gleich mehr, wenn ich euch das Spiel näher erkläre. Als erstes, oder nach dem ersten Start des Spiels, bin ich erstmal ein bisschen baff gewesen, denn die Optionen hier auf dem Computer, beziehungsweise Computer-Tablet oder was es sein soll, finde ich persönlich nicht ansprechend. Viel zu kompliziert, meiner Meinung nach. Und ich meine, gut, okay, hier gibt es alles, was man braucht. Also Bildschirm leeren habe ich noch nicht getestet, möchte ich auch nicht. Dann haben wir hier Freunde hinzufügen. Hier unten haben wir Einwählen in den Chat wahrscheinlich. Optionen können wir mal kurz reingucken. Heißt, wie die Einstellungen sind, soll man den Mauszeiger sehen, Sprache. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch die European Edition. Das heißt, sämtliche Sprachen sind drin vorhanden. Ich habe es jetzt schon auf Deutsch gestellt, oder es ist automatisch auf Deutsch, wird ja von Steam so erkannt. Wie gesagt, also diverse Einstellungen kann man hier machen. Die Steuerung kenne ich mich noch gar nicht mit aus, habe ich mich auch noch gar nicht mit befasst. Aber hier kann man sozusagen diese Standard aufteilen, verteilen, Position angreifen und so. Natürlich kann man sowas hundertprozentig auch mit der Maus machen. Wird also nicht sehr abweichend von anderen Strategiespielen. Natürlich muss man hier auch reinschauen in dem Menü, damit man überhaupt seine Einheiten positionieren kann. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Wie gesagt, wir wollen einfach nur mal kurz das Spiel kennenlernen. Und von daher ist das jetzt erstmal irrelevant. Ja gut, nach der Steuerung haben wir hier die Audioeinstellungen, Musik. Also wie gesagt, im Grunde genommen wie ein anderes Spiel. Dann haben wir hier die Grafik. Hier kann man wirklich alles auf hochstellen, oder ich habe es mal auf hochgestellt, mal sehen, ob mein Rechner damit klarkommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir es hinbekommen, oder dass mein Rechner es hinbekommt.
Übernehmen, die Taste übernehmen heißt, wenn ich jetzt hier irgendwelche Einstellungen verändere, kann ich die damit übernehmen. So, dann gehen wir wieder auf zurück. So, und hier ist natürlich das, also hier haben wir noch den Multiplayer, also das heißt, wenn ich jetzt im Multiplayer spielen kann, ich glaube, ich kann dann so Karten mir aussuchen, wenn ich selbst eins erstelle, welche Karte, welche Größe, wie lange, wie viele Einheiten und so weiter und so fort. Aber dazu gibt es gleich Besonderheiten, die ich erklären möchte. Also wie gesagt, ich wiederhole es nochmal und gerne, bevor ich jetzt hier millionenmal geflamed werde. Ich erkläre das Spiel so aus meiner Sicht, nicht ob es richtig oder falsch ist, sondern so wie ich es als User, der es mir gerade gekauft hat, verstanden habe. Natürlich können meine Aussagen oder sind meine Aussagen nicht vorbildlich als Tutorial zu sehen, sondern so habe ich es verstanden. Und wenn ich etwas falsch erklärt habe, könnt ihr mir bitte unten in den Kommentaren eine Nachricht hinterlassen, was ich vielleicht falsch gemacht habe, um es selber für mich auch zu lernen, weil ich möchte es ja richtig lernen. Kommen wir jetzt zu dem wichtigen Schritt, die Decks. So, hier kann ich nämlich meine Decks zusammen erstellen und hier passiert nämlich schon das Erste. Ich kann meine Seite wählen. Wähle ich die NATO oder wähle ich den Pakt? Das ist eine Frage, die ich für mich selber beantworten möchte und kann. Für mich ganz klar, ich gehe jetzt erstmal auf NATOs Seite und wähle natürlich unsere Bundeswehr. Was aber nicht heißt, dass ich später mal den Warschauer Pakt ausprobieren werde. Als weiteres und eine ganz, ganz maßgebliche Entscheidung